Tobi, sag mal, ist es also Cringe Deluxe, wenn man mit 41 das erste Mal Minecraft zockt? Ich kann in meinem Deckel nicht nachvollziehen, dass das alles gebaut wurde. Ja doch, wirklich. Es ist total einfach. Ich erkläre das. Schritt für Schritt. Wenn du in Minecraft gehst, was macht dir am meisten Spaß? Hallo? Hallo? Ins 3, Longe. Ins 3, wie geht's für Geilhofer? Also ich würde echt gerne mal wieder Minecraft anfangen mit wirklich null Plan. So, weil einfach dieses Entdecken, weißt du, so entdecken und herausfinden. Ich wusste gestern nicht mal, wie man Steuerung und so, ne? Die Leute haben gedacht, hier zockt ein Dreijähriger wahrscheinlich. Ich habe gar keine Ahnung gehabt, so, ne? Aber es war irgendwie, ja, es ist halt entspannt so. Es ist auch geil und es hat sehr, sehr, es hat eine sehr, sehr heftige Tiefe, das Game, ne? Also, da, es gibt Sachen, das glaubst du mir gar nicht, ne? Auf jeden Fall würden wir uns alle, Uwe auch, wir würden uns freuen, wenn du da mitmachen möchtest. Und natürlich bist du mit deiner Community auch gerne auf Block 95 willkommen. Wie gesagt, absolut sicher. Da kann jeder wirklich, da kannst du mit gutem Gewissen sagen, ey Leute, spielt mit mir, da ist wirklich alles komplett sicher. Ja, ja voll. Was meinst du mit sicher, mit so gleichen Angriffen wie RP-Shit oder so? Oder was meinst du mit sicher? Es ist sehr einfach gemacht, dass jeder Spieler, sage ich mal, kann da sein Land gründen, ja, und es ist sicher gegenüber Leuten, die das kaputt machen wollen. So, man kann Krieg erklären und alles, es gibt auch PvP, aber es ist halt wirklich so gemacht, dass man lange Zeit Spaß haben kann, weil wenn du jetzt zum Beispiel einen Server einfach so erstellst und sagst den Leuten, ey, kommt drauf, jeder kann alles kaputt bauen, weißt du? Ja, aber nee, ja, genau, ich will einfach Spaß haben, so. Wie auch überall, gar nicht auf Zerstörung und negative Vibes. Ich will einfach gute Laune, lachen. Was glaubst du, was als übertriebener Noob easier ist? Oder ist es egal? Weil wie gesagt, ich hab gestern erst erfahren, wie man irgendwelche Werkzeuge herstellt. Ja, du spielst ja gerade schon. Spielst du Singleplayer? Ja, ich hab einfach Einzelspieler, dass ich einfach so reinkommen kann, so weißt du? Wie man pennt, wie man dies, wie man das, wie man ein bisschen lootet. Ja, du hast noch mit gar keinem zusammen am Spielen gewesen. Noch nix? Heute gehen wir vielleicht erstmal rein, so auf ganz entspannt. Gestern war komplett Entjungferung. Also, das heißt, du hast gar keinen Plan davon? Ich habe gar keinen Plan. Ich sag doch, ich habe gar keinen Plan davon. Also wirklich, Digga, ich war immer anti-Minecraft to the fullest. Dann habe ich gedacht, okay, ich will irgendwas Gechilltes. Und dann habe ich mich irgendwann freigemacht von dir, weil Minecraft war für mich immer diese Grafik, hat mich gepfifft, diese Pixel-Styles, was natürlich für Minecraft geil ist, aber es hat mich immer komplett angewidert so. Und dann sorry, ich unterbreche, wenn du Bock hast, komm auf Block 95. Chase, grüß dich. Tut mir leid, dass ich jetzt alles so sprenge, ne? Ey, du sprengst, ey, guck mal, ich wäre wirklich planlos rein und ich glaube, so wie du sagst, wenn man zusammen wahrscheinlich rumsteppt, ist nochmal ein anderer Modus, weißt du? Ja, ich werde auch sehr behutsam mit dir umgehen. Es ist viel auf einmal, aber wir machen das Stück für Stück. Tobi, ich glaube, du weißt nicht, auf was du dich da gerade einlässt. Doch, ey, ich hab mit meinem Kollegen Lloyd habe ich gestern auch oder die Tage auch Minecraft ein bisschen näher gebracht. Das halte ich aus psychisch. Okay. Aber vielleicht sollte man die Anfangsphase genießen. Weil man echt ja, komplett, safe. Komplett jung. Ich stress mich da immer voll selbst, aber wahrscheinlich ist es voll geil, einfach noch gar nichts zu wissen, Digga. Und dann mehr Spieler? Ja. Und da siehst du schon Block 95. Digga, das hast du eben richtig geil angeteasert. So, da siehst du schon Block 95. Das war so eine sehr schöne Euphorie. Das hier ist der Tutorial-Keller. Jeder Spieler, der zum ersten Mal auf den Server connectet, landet hier. Okay. Ja, hier werden die Grundlagen erklärt. Hier findest du alle Infos über Commands und über Spielmodis. Aber da du ja von mir eine Einführung bekommst, können wir das einfach skippen. Ja. Indem du einfach T ist immer Text. Ja. Ja, also damit machst du quasi den Chat auf mit T. Und dann machst du einfach / Lobby. T / Lobby. Soll ich es jetzt machen? Ja. Habe ich gemacht. Oh shit. So, jetzt bist du in der Lobby des Servers. Das ist ein Servernetzwerk. Also ganz viele verschiedene Server, die zusammen in einem Netzwerk. Ja, gut. Dann musst du einmal die Chunks runtersetzen, wenn es bei dir leckt. Leckt es im Stream, also wir haben gestern, wobei jetzt geht's, es war nur einmal, als ich gejoint bin wahrscheinlich. Ey, warte mal, das habt ihr gebaut alles? Nee, oder? Das ist die Lobby. Was? Ja, das ist die Server-Lobby. Also hier ist da, wo du immer drauf kommst, wenn du auf den Server kommst. So, und von hier hast du dann verschiedene Möglichkeiten. Ne? Hier gibt's zum Beispiel unser Rangsystem. Ja, also je nach Spielstunden, du siehst rechts, siehst du deine Spielstunden. Du hast jetzt eine Minute Spielzeit, ne? Genau, ja. Ich bin richtig jungfräulich. So, genau, und ab 50 würdest du zum Beispiel den Kupferrang bekommen. Wenn du jetzt Tab gedrückt hältst,
siehst du die Tab-Liste. Ja. Und da siehst du zum Beispiel, der Isaac, der hat schon mindestens 50 Stunden hier gespielt. Der hat den Kupferrang. 50 Stunden, da mache ich in den nächsten 3-4 Stunden voll. Klar, ne? Guck mal, der Sponi, der hat mindestens 650 Stunden gespielt. Warte mal, Diamant? Ehrlich jetzt, Decker. Ich habe aber eine andere Frage. Warum hast du eine Boxershort an und einen Anzugoberteil? Weil ich mir in die Hose geschissen habe. Okay, das ist gut. Gibt Schlimmeres, ja? Ja. Wir haben auch eine Währung auf dem Server, die ist netzwerkübergreifend in jedem Spielmodus. Die heißt Gold. Gold bekommst du, indem du mit Spielern handelst, indem du auf dem Server spielst, bekommst du immer wieder Gold. Oder wenn du auf der Abenteuerinsel Goblins tötest. Aber das ist Endgame-Content. Ja? Und das zeige ich dir später auch. Das ist aber für mich gerade richtig Lateinunterricht. Auf der Abenteuerinsel Goblins töten. Digga, das klingt für mich wie... Ja. Wir haben einen Spielmodus, da fährst du mit dem Schiff auf die Abenteuerinsel zum Hafen und dann hast du eine riesige Insel. Auf dieser Insel leben Goblins. Das sind Custom Mobs, die gibt's normal nicht in Minecraft. Ja. Das sind Custom Mobs und die kannst du töten und du bekommst dann Gold dafür, wenn du sie tötest. Okay. Aber die sind sehr, sehr schwer. Da geht man nur hin, wenn man wirklich richtig gutes Equip hat. In der Lobby hier hast du immer volle Nahrung. Du kannst auch, wenn du Doppelleertaste drückst, hast du so einen Jump Boost. Alter Vater, ich habe mir voll den Deckel angezwirbelt. Okay. Digga, das ist richtig Reizüberflutung. Also wenn ich rüberkomme wie ein komplett Bekloppter, kann schon sein. Es gibt hier in der Lobby gibt's so kleine Easter Eggs. Zum Beispiel kannst du in die Piratengrotte rein, wenn du den versteckten Eingang findest. Eine Frage mal, das hast du alles gebaut oder was? Oder hast du programmieren lassen? Oder wie entsteht denn so eine Welt? Wenn wir jetzt gleich nach Tauri gehen, die Hauptstadt, die habe ich gebaut. Das hier hat ein Team von Bildern gebaut. Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, auf den Tauni-Server zu kommen. Die erste Möglichkeit ist, diesen NPC hier rechts zu klicken. Die zweite Möglichkeit ist, du nimmst den Kompass in deinem Inventar, rechtsklick und klickst dann mit Linksklick auf den Diamanten. Ich glaube, ich nehme den NPC hier. Ja, nimm den NPC. Ach, du grüne Neune. So, jetzt bist du hier auf Tauni. Hier ist die Hauptstadt. Wir machen mal eine kurze Führung. Wir fangen mal hier unten an. Aber gibt's auch so bestimmte Regeln wie im RP? Man darf das nicht, man darf dies nicht, man darf das nicht? Nee. Alles, was möglich ist, darfst du. Ja, also PvP ist in der Stadt aus. Außerhalb der Stadt, in der Wildnis, ist PvP immer an. Aber die Stadt, das habt ihr alles gebaut. Das ist ja sick, Alter. Das habe ich gebaut. Wenn du in Minecraft gehst, was macht dir am meisten Spaß? Was sagst du, ey, du gehst in Minecraft und was gibt dir am meisten Euphorie? Also jetzt hier ist es ja so, ich habe sehr viel Administratives zu tun. Also ich habe die Stadt gebaut, ich kümmere mich um neue Inhalte, ich kümmere mich darum, dass die Leute Unterhaltung haben. Und wenn ich dann mal für mich spiele, ja, ich habe mein Grundstück gebaut, ich habe mein Lagersystem gebaut, ich habe meine automatischen Farmen gebaut, um mich halt selbst zu versorgen. Ich helfe den Leuten, die keinen Plan haben von Minecraft und baue mit denen dann zusammen oder erkläre denen Sachen. Aber gibt's Leute, die keinen Plan haben von Minecraft und das noch nie gezockt haben? Gibt's sogar nicht, oder? Ja, du zum Beispiel. Ja. Ja. Ey, Tobi, ich muss dir sagen, das Einzige, was ich gespielt habe, war Roleplay, GTA RP. Ich habe sonst komplett cringe. Mit Zocken noch nie was zu tun gehabt. Okay, eine grundlegende Frage eines absoluten Noobs. Ja? Was ist der Sinn oder das Ziel hier? Minecraft hat kein Ziel. Okay, das heißt, ich kann... Es geht ums Bauen, es geht ums Kreative. Weißt du, du lebst dich hier aus, du handelst mit Spielern, du erwirtschaftest, ja, also es ist, glaub mir, wenn ich dir nachher ein paar Grundstücke zeige, du wirst das sehen. Minecraft ist einfach ein kreatives Spiel, es ist eine kreative Plattform, die wirklich grenzenlos ist. Kinker schreibt, es gibt Leute, die haben in Minecraft einen funktionierenden Computer gebaut, auf welchem Minecraft gespielt wird. Okay. Ja. Tobi, sag mal, ist es also Cringe Deluxe, wenn man mit 41 das erste Mal Minecraft zockt? Du bist doch nicht 41. Natürlich, Digga. Junge. Baujahr 82. Ja, Cringe ist es nicht. Es ist traurig für dich, dass dir das die ganzen Jahre entgangen ist, aber es ist, da ist ein Schwein. Und wie groß muss man sich so eine Minecraft-Welt vorstellen? Ist es so, wie kannst du mit GTA vergleichen, so GTA-Map? Es ist unendlich. Alle Maps sind einzigartig generiert. Es ist unendlich. Okay, wie lange hast du in der Stadt gebaut? Ungefähr 400 Stunden. Man möchte ja auch irgendwie Gold verdienen auf dem Server, ne? Das heißt, wir müssen ja auch Sachen verkaufen. So, und dann sind wir hier in der Schmiede. Da habe ich lange für gebraucht. Die hast du gebaut? Ja. Aber warte mal, ey, Tobi, das kann ich... ohne Scheiß, für mich, jemand, der mit Zocken nichts zu tun hat, wie gesagt, außer GTA RP, ich kann mir nicht mal vorstellen, dass du das hier alles gebaut hast. Ja, doch. Digga, das ist... Digga...
Ja, ich, wie gesagt, ich habe kein Leben, ne? Guck mal, kann ich schon gut, oder? Rechte Maus, ich bin richtig es. Ich danke dir. Krank, wirklich krank. Hey, ist krass, oder? Aber ich habe auch lang für programmiert fürs Essen. Ja. Programmiert. Digga. Programmiert. Ich kann in meinem Deckel nicht nachvollziehen, dass das alles gebaut wurde. Ja, doch. Diese Windmühle da hinten, oder was das ist. Die habe ich auch gebaut. Das kann nicht sein, Tobi, Digga. Doch. Der Server heißt Block 95 von Tobi, aka Excel. So. Genau. Wie lange hat jemand an dieser Ding gebaut? Weißt du das? Boah, ich schätze mal so 50 Stunden ungefähr. 50? Ja. Aber das ist doch nicht viel, Mann. Nee, ist auch nicht viel. Ich hätte eher 50 Jahre gedacht. Nein. Du stellst dir das so groß vor und so. Komplex, super komplex, ja, voll. Ist es aber nicht. Wirklich, ist das total einfach. Ich erkläre dir das. Schritt für Schritt. Also sagst du, man muss das Boomer-Denken ablegen, ja? Ja, so, dann haben wir hier den Hafen. Das war mein letztes Projekt, wo ich gearbeitet habe. Und dann kam die große Pause. Ich habe dir mal Zuschauermodus gegeben. Genau, du kannst jetzt fliegen, du kannst dich jetzt frei bewegen und kannst dir Sachen angucken. Wenn du möchtest, kann ich dir coole Grundstücke zeigen und dich dann immer zu mir TP'n und du schaust dir das an. Ja. Oh Diesen shit. asiatischen Tempel hier hat zum Beispiel der Neox gebaut. Digga, was? Und hier zum Beispiel, wir haben ja vorhin über den Typen geredet, der 650 Stunden Spielzeit hat. Oh Das mein ist sein Grundstück. Gott, Digga. Aqua, was geht Wenn du ab? jetzt Ja. View machst, dann siehst du sein riesiges Grundstück hier. Digga, was da? Digga. Ey, ich komme nicht drauf klar, Mann. Aber wie macht der das? Wie hat er das denn hinbekommen, dass es das so symmetrisch ist und so? Ja, indem man einfach sich einen Plan macht und dann fängt man von innen nach außen an, symmetrisch zu bauen. Von innen nach außen ist das Beste, ja? Ja. Der hat ja hier eine Brücke rüber gebaut. Diese Insel hier gehört auch noch zu ihm. Was? Ja, Warte der mal. spielt seit 650 Stunden. Der hat wahrscheinlich 100 Claims oder so gemacht. Die ersten 10 Claims sind gratis, ne? Damit du schon mal so ein bisschen, damit du schon mal so ein bisschen Fläche hast zum Bauen. Und jedes weitere Claim kostet dann halt Gold. Und wenn er seit 650 Stunden spielt, ist halt insane, ne? Was der da für eine Fläche hat, Ja, ist ja. krass. Ja. Willst du mal mein Grundstück sehen? Ey, auf jeden. Ich will alles. Ich will Input to the fullest. Ich sag dir, wie es ist, Mann. Aber ich habe jetzt, wie gesagt, noch nicht so viel gebaut, weil, Ja. Das warte mal. sagst du bestimmt. Und jetzt ist hier Ding. Ja, nicht so viel gebaut. Oh. Warte. Bin abgestürzt. Ja, warte. So, jetzt sind wir beide wieder im Survival-Modus, ne? Ja. Jetzt gebe ich dir mal so eine kleine Führung. Das hier. Ja, du musst was essen, ja, Danke, genau. Lila. Ja. Das hier ist meine Schafwollfarm. Ich kann nichts mehr essen. Ja, weil du voll bist. Ach so, wie kriege ich ein Herz hier wieder? Das lädt sich automatisch auf, wenn du volles Essen hast. Ah, okay. Schafwollfarm, ja? Genau, hier sind Schafe drin und die haben verschiedene Farben. Und mit Technik, ne, das was jetzt zu viel wäre, dir das zu erklären und zu viel Input, mit Mhm. Technik werden diese Schafe automatisch geschoren und die Wolle fällt dann in Trichter-Minecarts und die führen das dann über mein Lagersystem direkt ins Lager. Finde ich nicht gut, Massentierhaltung, CO2, dies, das, Tiere, ne? Wie kommt man denn auf sowas, Mann? Sag mir mal, Tobi, du Das sitzt ist halt abends da. die Logik von dem Spiel, die regt dich dazu an, sowas zu bauen. Das ist so krass, Alter. Ey, ich dachte immer, ich habe viel erlebt im Leben, aber ich merke gerade, was virtuelle Welt angeht. Ja, Digga, wo findet man einen Link zum Server? Schicke ich hier rein, Leute. Ich würde eine kurze Anleitung schreiben, Ja, können wir auch machen. dass die Leute auch wirklich das, ne, von Anfang bis Ende. Ich mache mal hier einen Channel, ja? Auf dem Discord hier, okay? Excel Community, oder? Genau. Dann schicke ich die Schick einfach auf meinen Discord. Discord-Link, Ja, genau, und genau. sag den einfach unter Spielersuche Block 95, da in Genau. dem Channel. Ne, geil, Mann, Tobi. Tausend Dank, Alter, für die Einführung. Ja, kein Ding, ne? Alright, mein Lieber. Ey, bis ganz bald. Yo, Medal of. Mach's gut. Ciao.